Willkommen zum GPT-Kongress. Ich bin Lenai und interviewe die Redner auf diesem Kongress. Heute ist es Jens Dorn, BI Lead Product Owner bei Otto. Künstliche Intelligenz, KI, hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Einfluss auf Unternehmen gehabt. Welche Möglichkeiten bietet KI den Unternehmen laut Ihrer Erfahrung und wie können Sie diese Technologie in Ihren Geschäftsprozessen nutzen? Ja, also wenn man hier bei Otto mal schaut, wir haben gerade, glaube ich, 450 Leute in der BI nur für Otto.de. Da ist ein relevanter Anteil Data Science und damit auch künstliche Intelligenz dabei. Und das streckt sich durch also all die Themen, die man kennt, von Prognostik, Pricing bis hin zu abgefahrenen Themen, wo es um, also Fraud ist auch noch ein einfaches Thema, aber wenn man überlegt, wie man in Zukunft auf diesen neuen Paradigmen steuern will, kann man tiefer gehen, da wird es auch. Einige Menschen befürchten, dass der Einsatz von KI zu Arbeitsplatzverlusten führen könnte. Wie sehen Sie diese Sorge und wie können Unternehmen sicherstellen, dass KI in einer Weise eingesetzt wird, die sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter vorteilhaft ist? Ich glaube, wenn man den ersten Satz, den ich gleich sage, aus dem Kontext nimmt, dann ist das fies, weil ich würde sagen, klar gibt es Arbeitsplatzverluste im Sinne von die Arbeitsplätze, die wir heute brauchen, gehen verloren. Warum? Weil wir auf eine ganz andere Wirksamkeit kommen. Und ich finde, das kann man mit Jurassic Park, mit dem Film ganz gut sagen. Wenn man sich Jurassic Park damals angeschaut hat, als er rauskam, dachte man, boah, Wahnsinn, wie echt. Wenn man sich den heute anschaut, denkt man, das war aber schlecht gemacht. Und das, was passiert ist, das Niveau hat sich verschoben. Und wenn wir hingehen und sagen, wir haben zwei Firmen, die eine Firma geht hin und sagt, oh, ich kann alles automatisieren, dann kann ich die rausschmeißen. Und die andere Firma sagt, oh, ich habe jetzt die Ressourcen frei, jetzt kann ich mehr machen. Welche Firma wird sich in der Wettbewerbsfähigkeit differenzieren? Und da würde ich sagen, ich würde eher darauf setzen, dass wir eine Niveauverschiebung bekommen, als dass wir eine Arbeitslosigkeit bekommen. Dass dabei Arbeitsplätze verloren gehen, und zwar die, die wir nicht mehr brauchen. Naja, das war bei den Kutschenfahrern auch so. Aber ich würde sagen, dass der Shift, der da passiert ist, den wir damals hatten in der Industrialisierung, war jetzt auch nicht so, dass alle Leute danach gesagt haben, ich hätte gern meinen alten Arbeitsplatz. War nicht sofort alles gut, auch klar, aber das Niveau hat sich an der Stelle gehoben, das wird ja auch passieren. Das ist eine Verschiebung. KI-Systeme können große Mengen an Daten analysieren und Muster erkennen. Welche Vorteile bringt dies Ihrer Meinung nach für Unternehmen im Hinblick auf datengesteuerte Entscheidungsfindung und personalisierte Kundenerfahrungen? Datengesteuerte Entscheidungsfindung müsste so mein Home-Turf sein. Wenn man sagt, es gab immer in den letzten 70 Jahren unterschiedliche Ansätze, wie man gesagt hat, wir wollen Entscheidungsfindung automatisieren oder auf ein neues Niveau heben, ob man jetzt irgendwelche Cockpits gebaut hat. Selbst das Konzept einer Business Intelligence hatte genau das zum Ziel, dass man schneller automatisierte Entscheidungen hat. Mit den Konzepten, an denen ich hier arbeite, sage ich immer, ich will nicht, dass eine KI eine Entscheidung trifft. Was ich möchte, ist, da muss man kurz definieren, was eine Entscheidung ist. Das Abwägen unter Risiko zwischen Alternativen. Aber wenn ich automatisiert dahin kommen kann, dass ich das Risiko minimieren kann, dann hört das irgendwann auf, eine Entscheidung zu sein. Wenn ich meine Logiken so bauen kann, dass alle Mitarbeiter, die das nutzen, eigentlich immer Weg B nehmen, wenn Daten bei 0,6 stehen, warum auch immer, dann ist die Frage, warum macht der das nicht? Und die interessantere Frage ist also, wie kann ich mit Daten so arbeiten, dass ich weniger Entscheidungen treffen muss, dann kann ich es automatisieren. Und an der Stelle kann man einige Dinge machen. Das, was wir heutzutage ganz oft machen, ist auch gerade mit GPT, mit GPT-Modellen, ist nur an der Oberfläche. Ah, da kann ich Text eintippen, dann kriege ich was raus, total toll. Die Logiken, die unten drunter liegen, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, da wird's lustig. Also wenn man, ich sag mal so ein paar Sachen, die klingen total philosophisch und meta, aber da ist die Wirksamkeit. Wir sind es total gewohnt, zu standardisieren und zu normieren. Das Muster von KI ist aber zu generalisieren. Das heißt, ich kann mit einem
Code, der schlanker ist, ganz, ganz viele Fälle gleichzeitig abdecken, sodass sie gut sind oder besser. Und das funktioniert komplett anders. Und das führt, wenn wir sagen, wir kommen aus der Industrie und aus dem Prozessualen und wir sind alle Zahnrad, dann sind die Muster, die ich mit KI bauen kann, teilweise einfach non-prozessual. Und das ist, glaube ich, wenn ich das sagen darf, einfach für viele heutige Verantwortliche der Brainfuck. Ethik ist ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung und Nutzung von KI. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre KI-Anwendungen ethische Standards einhalten? Und welche Maßnahmen werden ergriffen, um mögliche Vorurteile in den Algorithmen zu minimieren? Haben Sie da Ideen und Vorschläge, von denen wir lernen könnten? Das ist ein ganz spannendes Thema. Also einfach aus dem Grund, weil Ethik, wenn man das mal kurz übersetzt, ist das gute Handeln. Ist die Frage, wann handle ich gut? Und in unserer Ethik ist ganz viel Selbstverständnis von uns selber. Zum Beispiel, wir sind gut, weil wir arbeiten. Die Frage ist ja, wir sind gut, wenn wir, also in hierarchischen Strukturen, ich bin gut, wenn ich erfülle, was mir aufgetragen wird. Aber da steckt ganz, ganz viel drin, wie wir mal verhandelt haben, wie wir gut sind. Jetzt verändern sich diese Grundlagen unserer Wirkungszusammenhänge, damit halt auch Ethik. Das braucht ganz viel Aufmerksamkeit. Und dann ist aber auch die Frage, was ist denn jetzt gutes Handeln mit KI? Und da braucht es vor allen Dingen, glaube ich, ganz viel gesellschaftlichen Dialog und eine große Achtsamkeit auf den Konsens, weil ich glaube, dass sich das, was wir gutes Handeln nennen, in den nächsten 10 Jahren ändern. Dass es da ein Shift gibt, wann wir gut sind. Und das bedeutet als erstes, dass man nah dran ist an diesen ethischen Konzepten und an diesem Dialog, der geführt werden muss. Ne? Den hatten wir auch schon in der Medizin nicht ausreichend, aber da ist es jetzt nochmal, hat es vielleicht eine andere Präsenz. Also, das Erste, was man braucht, ist nah dranbleiben. Und die zweite Frage ist zumindest, wie man das umsetzt. Ich glaube, an Paper, wo drin steht, wir wollen uns so verhalten, kann man machen. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Worauf ich mich total freue beim GPT-Kongress, wenn da auch kein Zenner ist, weil ich irgendwie das Konzept habe, dieser AI-Act, den wir haben, wo er sagt, ja, vielleicht verlieren wir ja dadurch. Dann denke ich, wenn wir den als API machen würden, dass wir unsere Modelle gegen solche Gesetzesgebung trainieren können, dann könnten wir praktisch so lange unsere Systeme dagegen trainieren, bis die zertifizierbar sind. Und das würde automatisiert gehen und wir könnten praktisch daraus einen Wettbewerbsvorteil. Und wenn in diesem AI-Act praktisch, wenn wir dahin kommen, dass so eine API existiert, gegen die wir trainieren können, dann können wir immer den aktuellen Konsens vielleicht genau in so eine API bringen, gegen die wir trainieren können, um zertifiziert immer auf dem aktuellen Stand der Ethik zu sein. Wie haben Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Zusammenarbeit mit KI-Systemen vorbereitet und welche Kompetenzen sind dabei besonders wichtig? Also wir haben hier ganz viel Lernangebote. Wir haben eine Otto-Akademie, wir haben so eine Videoplattform, da kann man ganz viel, ganz, ganz, ganz viel lernen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man zu viel anbietet, ist das auch nicht mehr handlungsleitend. Das ist so alles frontal. Ich glaube, das, was es braucht, also wenn man an seinen mentalen Modellen arbeiten will, dann muss man etwas selber durchdringen. Und ich glaube, dass es da eher Erfahrung braucht als Wissensaufbau. Also man kann da ganz viel drüber gelesen haben. Keine Ahnung, ich habe ganz viel über Bolivien gelesen. Wenn ich da bin, ist das anders. So. Und das ist mit KI genauso. Also egal, was ich mache, ich kann auch ganz viel über Wasserskifahren lesen. Mach mal. Genau, ich kann dafür ganz, ganz viel drüber gelesen haben, aber wenn ich anfange, das, was ich bis jetzt gemacht habe, in diese Richtung zu denken, dann ist es anstrengend. So, und dabei braucht man Begleitung. Und ich glaube, dass man da, ich glaube nicht an das Frontale. Ich glaube tatsächlich, dass es Erfahrung braucht und es braucht Nähe.
Wie sehen Sie die Zukunft von KI in der Geschäftswelt und in der Gesellschaft insgesamt? Welche Entwicklungen könnten wir in den nächsten Jahren erwarten und wie können wir sicherstellen, dass KI zum Wohl der Gesellschaft eingesetzt wird? Das mit, wie kann man sicherstellen, dass es zum Wohl der Gesellschaft eingesetzt wird, ist, glaube ich, indem wir sehr darauf achten, dass diese Art von Wirkweise von Tools nicht monopolisiert wird. Dass da kann, solange es keine Marktmacht gibt, können wir gesellschaftlich verhandeln. Insofern ist das Hauptaugenmerk, was wir für KI haben, keine Marktmächte entstehen lassen. Und das bedeutet, maximal auf Open Source zu setzen. Weil solange wir im Open Source Modus sind, können wir alles, alle Zeit, die wir haben, in der sich Dinge entwickeln, debattieren, die entsprechenden Modelle anpassen. Das ist eigentlich ein ganz, also das wäre der wichtigste Punkt dafür. Und was können wir bei KI erwarten? Also ich würde mal sagen, ein Schritt zurück. Alle sind so, oh, ChatGPT, wie toll. Wenn wir sagen GPT, Generative Pre-trained Transformer, Transformer-Technik. So, und dann gucken wir uns kurz mal an, all die Leute, die irritiert waren während Corona, oh, wo kommen den ganzen Impfstoff her? Wie können wir das plötzlich so schnell? Das ist die gleiche Technologie, das hat auch Transformer. So, und jetzt kann man sagen, was ist denn der größere Impact, dass ich jetzt Texte eingeben kann und kriege ähnliche Texte, oder ich kann Bilder suchen und kriege Bilder, wie sie schon im Internet waren, oder ich kann plötzlich medizinische Probleme lösen. So. Und das ist jetzt nur mal Medizin und Semantik. Und diese Transformer lassen sich auch viel, viel mehr noch anwenden. Und es tut mir leid, auch das zu sagen, es ist die Technologie aus 2017. Und wir haben mittlerweile so viele Transformer-Modelle, dass man theoretisch, also dass man erwarten kann, es sind auch schon mehrere Leute dran, auch namhafte Leute. Wie bauen wir denn die Technologie, die nächste, die ein bisschen besser skaliert? So. Und auf der anderen Seite entstehen, so zum Beispiel bei Mythic AI, entstehen analoge Prozessoren, die Matrix-Multiplikation und ähnliche Dinge mit viel, viel weniger Energie können und in der gleichen Geschwindigkeit wie das, was Hochleistungsgrafikkarten können, aber als kleiner Chip für wenig Geld. Das heißt, wir werden in der Hardware eine komplett andere Entwicklung bekommen. Heutzutage bauen wir CPUs und GPUs, die sind darauf ausgelegt, also unsere Hauptprozessoren, unsere Grafikprozessoren sind darauf ausgelegt, Nullen und Einsen zu rechnen in einer hohen Geschwindigkeit. Und da kann man sagen, diese Hardware generalisiert. Das kann man vielleicht sagen. Heutzutage bauen wir noch Prozessoren, die darauf ausgelegt sind, dass die Hardware generalisiert. Ich kann damit berechnen, was ich will. Ich kann Word machen, ich kann damit eine Fabrik steuern und abends einen Film. Und jetzt verlagern wir diese Generalisierung in KI-Modelle. Das heißt, wir können unsere Hardware auf diese Modelle spezialisieren und haben eine viel höhere Wirksamkeit in der Generalisierung bei Strom, bei Leistung. Das heißt, diese Modelle werden leichter und weniger Aufwand trainierbar, bis dass ich sie auf meinem eigenen Gerät steuern kann, nutzen kann. Das dürfte einen Impact haben, dass man praktisch vielleicht dahin kommt, dass wir das Pre-Train aus dem Generative Pre-Trained Transformer rausnehmen und einfach fortlaufend trainierende Transformer bilden. Jenseits davon, dass es vielleicht besser wird. Und auf der anderen Seite gibt es solche Sachen wie Rusty King, der an der Chambers University, glaube ich, in der Proteomik arbeitet und mit ähnlichen Modellen arbeitet, aber sagt mir, warum soll ich denn nur, wenn ich logisch arbeite, mich auf eins beschränken? Also heutzutage erkennt man Muster und sagt deduktiv, aber ich kann auch induktiv und abduktive KI-Modelle bauen. Klingt erstmal abgefahren, wohin führt das? In so einem Transformer habe ich ein großes semantisches System und jetzt kann ich ja hingehen und sagen, ich bilde Thesen und dann versuche ich, die aus dem Modell zu validieren. Und wenn ich die Daten dazu nicht finde, das macht Rusty King auch, dann steuere ich, weil er in der Proteomik ist, Microlabs automatisiert an, die mir die Datenpunkte ergeben, um das zu validieren. Aber was ist das? Das ist Forschung. Das heißt, seine Webseite heißt automationof.science. So, da machen die ganz gute Fortschritte. Das heißt, in so großen Modellen wissenschaftlich automatisiert zu arbeiten, ist, glaube ich, ein Ding,
Da sind noch viele nicht, aber das kommt auf jeden Fall. Und das bedeutet, dass wir Kausalitäten anstatt Wahrscheinlichkeiten dann Kausalitäten aus solchen Transformmodellen heraus meinen können. Und da wird es spannend. Vielen Dank für das tolle Interview. Wenn Sie Jens Dorn, BI Lead Product Owner bei Ottolife, erleben möchten, dann kommen Sie doch einfach zu unserem Kongress am 15. und 16. April 2024 in Frankfurt am Main. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.